Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich mit euch heute über die Schatzkarten aus dem Terrasadesund sprechen. Und zwar haben wir hier insgesamt vier verschiedene Schatzkarten, die wir bekommen können. Und der ein oder andere wird sicher beim Leveln Questen hier auch die ein oder andere schon im Inventar bekommen haben und sich gefragt haben, was mache ich mit den Teilen? Wenn ihr jemand seid, der Achievements macht oder daran interessiert ist, solltet ihr die Dinger aufheben, denn ihr braucht die für das Schätze-Achievement aus der Zone. Und zwar gibt es insgesamt vier Schatzkisten, die wir nur finden können, wenn wir die Schatzkarten haben. Es ist nicht so, dass wir mittels der Schatzkarten quasi dann ja, wissen, wo die Schätze liegen, sondern die können wir mittels Add-ons und anderen Gedöns auch so rausfinden, sondern die Schätze sind nur sichtbar und anklickbar, wenn man diese Schatzkarten hat. Wie läuft es jetzt genau? Und zwar, diese Schatzkarten, die ich jetzt hier schon im Inventar habe, die droppen alle hier unten im Freihafen, ja, von diesen Piraten. Wenn ihr da durchquestet, habt ihr eigentlich alle, ja. Ich habe da keine von denen speziell gefarmt, ich habe hier einfach nur ganz normal die Quest gemacht und hatte danach alle Schatzkarten. Die Schätze sind dann auf diesen Positionen. Ich habe jetzt nochmal hier mir die Cords rausgesucht, weil mein Addon das nicht mehr anzeigt, weil ich habe das Achievement ja schon fertig. Und zwar haben wir hier oben eins. Ich werde euch die Cords auch nochmal gerne in die Infobox packen. Also hier oben ist eine Kiste, hier genau unter der World Quest ist eine, hier mitten im Wasser, ziemlich weit unten. Und hier hinten ist eine Kiste quasi. Jetzt switchen wir mal ganz kurz auf den Twink und zwar einen, der quasi die Schätze hier über dem Addon noch hat, das ist Handy Notes Battle for Azeroth. Und hier seht ihr, werden mir jetzt vier Punkte angezeigt, wo die Schätze droppen. Also hier durch Neste Schatzkarte, durch Neste, oder nee, was haben wir hier? Vergibte Schatzkarte und so weiter. Ne? Also die vier verschiedenen Schatzkarten sind alle hier unten, kriegt man die. Und jetzt zeigt das Addon das auch richtig an. Wo ich am Anfang hier gelevelt hatte, waren direkt die Schätze angezeigt und man hat sie aber nicht gesehen. War ein bisschen blöd. Was ganz praktisch ist, das Addon zeigt einem auch an, hier, ihr seht hier oben, complete quasi, wenn man die Schatzkarte hat und dementsprechend den Schatz schon aufgemacht hat, dann steht hier complete dran. Und wenn man es noch nicht gemacht hat, dann weiß ich nicht, was dran steht, incomplete oder, also auf jeden Fall irgendwas in der anderen Farbe, in Rot, ich weiß jetzt nicht genau. Also dann kann man sehen, ob man die Schätze schon offen hat. Und wenn hier complete dran steht, dann kannst du die Dinger nehmen und wegschmeißen. Was ich jetzt auch machen werde, ich habe die jetzt nur noch aufgehoben für das Video. Und jetzt habe ich wieder quasi vier mehr Slots. Das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Hab das Thema jetzt aufgegriffen, weil ich im Stream öfter danach gefragt worden bin. Und ich denke mal, vielleicht ist der ein oder andere auch dabei, der sich nicht sicher war, wie es mit den Schatzkarten aussieht, ob er sie wegschmeißen kann oder für irgendwas noch brauchen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.